Alles klar, und zwar möchte ich nicht aufgenommen werden, aber ich möchte. Ich habe Diego die Liste übergeben. Gut. Ich habe bereits Leute auf dem Weg zur alten Mine postiert. In diesem Moment liegen Toros Gardisten schon tot im Wald. Sie haben den Konvoi schon überfallen? Was ist mein Anteil bei der Sache? Geh zu Gorn. Er wird dir etwas geben. Ich kenne Gorn. Er ist kein Mitglied der Bande. Er ist ein Söldner der Magier. Ja, das ist richtig. War er an der Sache beteiligt? Es ist nicht gut für dich, wenn du zu viel weißt. Geh einfach zu ihm und hol dir deinen Anteil ab. Alles klar. Dann geht's zu Gorn. Hier müsste er doch irgendwo sein. Gorn. Es ist ja erst 5 Uhr morgens. Ich will jetzt mein Zeug haben. Wie kommt es, dass du dich an einem Überfall der Bande beteiligt hast? Wer sagt, dass es so war? Warum hast du sonst so viel von dem Zeug? Denk bloß nicht, dass das alles von einem Fisch zukommt. Du beteiligst dich regelmäßig an den Überfällen? Wenn es so wäre, könnte ich es dir nicht sagen. Lee sieht sowas nämlich gar nicht gerne. Verstehe. Bis später. Ja, und ich glaube, man hat jetzt eine Menge Fressalien bekommen. Also allein schon jetzt zum jetzigen Zeitpunkt habe ich so viel Kram, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit. Oh, 4x Flammendorn. Ach ja. Und allein hier die Tränke, wie viel das inzwischen sind. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Aha. War auf mysteriöse Art und Weise in den Überfall auf den Konvoi beteiligt. Auf mysteriöse Art und Weise. Okay. Ich würde sagen, dann hält mich jetzt eigentlich nichts mehr auf. Dann gibt es jetzt eigentlich nur noch den Weg ins Sumpflager. Ich weiß nicht, Geld habe ich genug. Eigentlich, ja, es gibt eigentlich so jetzt gar nichts mehr, was ich tun könnte. Ich glaube, ich habe alle Quests aus dem ersten Akt schon fertig gemacht. Also sofern ich das machen konnte. Juhu. Ja, dann sehen wir uns gleich im Sumpflager. Ja, und jetzt stehe ich hier wieder an dem Strand, wo wir beim letzten Mal schon waren. Ich habe mir gedacht, auf dem Weg zum Sumpflager könnten wir auch einfach mal diese angenehme Tour hier machen. Ah, nicht dauernd tauchen. Okay, hier gibt es irgendwie keine Strömung, aber normalerweise ist der Fluss oder Bach ganz angenehm zum Reisen, weil er eigentlich einen auch ein bisschen beschleunigt beim Schwimmen. Vielleicht hier vorne wieder. Ja, jetzt treibe ich schon ein bisschen. So, das ist quasi eine Art Sightseeing-Tour. Obwohl ich könnte... Nein, nein. Jetzt gehe ich erstmal ins Sumpflager. Okay, es geht nicht ganz so schnell, wie ich es dachte. Na gut. Na dann. Oh Mann. Hier sind immer noch die Blutfliegen vom Anfang. Wo ich gesagt habe, die mache ich lieber noch nicht platt. Tja, so kann es gehen. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Scavenger auch noch. Och, und Seraphis. Alles nehme ich mit. Okay, ich muss natürlich zugeben, ich kenne ja von Gothic jetzt schon einige Sachen. Auch das mit dem Blutfliegen ausnehmen, wie man das lernen kann und so. Wenn man das am Anfang nicht weiß, dann ist es natürlich... Und man sammelt nur zufällig so diverse Sachen ein. Dann kriegt man natürlich nicht so viel Geld. Aber so momentan kann ich mich ja kaum noch retten vor Zeug. Ja, ja. Ja, hier drüben sind wir auch noch gar nicht lang gelaufen. Da drüben, ja, da kommen wir auch noch hin. Ich habe auch eine interessante Idee, wo ich als nächstes hingehen könnte. Oder doch nicht? Mal sehen. Lassen wir uns überraschen. Bam. Bam. Bam, bam, bam. Ah, die sind geschickt, die Biester. Schoseium. Komm, du bist auch noch dran. Du kriegst auch noch so ein Schoseium ab. Schoseium. Immer dann schlagen, wenn sie gerade den Angriff ausführen. Dann kann man sie treffen. Aber das Zeitfenster ist halt sehr klein. Okay, und alles greife ich ab. Sehr schön. Habe ich euch schon mitgenommen? Nein, auch noch nicht. Ja, wie viel Zeug es gibt. Eigentlich könnte ich jetzt... Ja, ach, wenn ich schon hier bin. Also, da drüben hin, was man da hinten sieht, das ist so eine Art
Ruinen. Ja, Klosterruine nennt sich das ja auch. Und... oh, bald werden wieder en masse. Da kommen wir noch hin. Da ist ein Lurker und irgendwo hier vorne müsste es auch Snapper geben. Ich möchte mich mit Snappern eigentlich noch nicht anlegen. Aber ihn hier kann ich noch mitnehmen. Das ist kein Problem. Schon Säum. Oh, ah, das will ich ganz schlau. Ey, so läuft das. Das läuft so nicht, Mann. Diese Aggression läuft so nicht, Mann. Ja, dann. Na, Er macht ganz schön viel Schaden. Ich denke, ich bin so gut ausgerüstet jetzt. Hab ich mich wohl doch getäuscht, ne? Jetzt gehen wir zum ersten Mal im Spiel in einen Wald. Und mit Level 10. Oh. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Ich finde so den Wald in Gothic auch ziemlich cool. Okay, diese Wände, die es da gibt, sind natürlich nicht so wahnsinnig schön. Aber so diese runterfallenden Blätter, dann die ruhige Musik und wenn es dann auch noch Nacht ist, dann ist es richtig cool. Ja, guck ruhig rüber. Bei Wölfen muss man echt aufpassen, weil das sind teilweise echt mies viele, wie viele da kommen. Sie machen jetzt nicht so einen üblen Schaden. Alter, was ist der für Attacken drauf hat? Alter, okay. Aber wie gesagt, im Rudel sind sie doch noch eine Gefahr. Auf jeden Fall. Da muss man echt aufpassen. Wie viel habe ich denn gerade platt gemacht? Was ist jetzt los? Waren es nicht 6? Ich dachte. Na gut. Ja, dann oh, futtern, es hört gar nicht mehr auf. 44 Brote. Da drüben klaut mir jemand Erfahrungspunkte, das finde ich aber gar nicht nett. Ich habe mir jetzt auch mal überlegt, wo ich das hier so spiele. Ich bin ja schon ziemlich vorsichtig mit der Lernpunktevergabe, muss ich sagen, eigentlich unbegründet. Aber jetzt, wo ich das so gesehen habe, dass das ganz gut läuft, habe ich mir gedacht, vielleicht versuche ich mich auch mal an einem, also später mal, an einem Durchspielen von Gothic ohne Lernpunktevergabe. Das wäre mal eine Herausforderung. Aber das steht noch in den Sternen. Halt. Ah. Heute Abend gibt es Fleisch. Wie viel ziehen die jetzt noch ab? 5 Punkte. Warum wechselt der immer... ach so, weil ich da was eingesammelt habe von den Viechern. Mole Rats, auch was es hier alles gibt. Super Slow-Mo-Attacke, alles klar. Was sind denn das für Löcher hier? Aha. Es soll wohl so eine Art Bau von irgendeinem Tier sein. Sehr interessant. Habe ich den Scavenger da drüben eigentlich jetzt, ja, mitgenommen? Ja. Weiß ich überhaupt noch, wo ich hin will? Nein. Was? Mole Rats. Oh, jetzt sieht man das Kloster da hinten richtig schön. Ja, es gibt schon so ein paar idyllische Plätze im Spiel. Jetzt speichere ich nochmal und werfe einen Blick hier runter. Ich bin so froh, dass ich mattlos geworden bin. Hier unten. Das da sind... ich habe gar keinen Bogen. Ha, wie witzig. Ich kann ja so lange aber den anderen anlegen. Das ist ja nicht schlimm. Nee, nicht schlimm. Feldbogen. Geht auch nicht. Kurzbogen. Besser als nichts. Snapper. Sind auch ziemlich kräftig und vor allen Dingen auch sehr schnell. Was soll das hier? Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Scavenger. Bam. Bam. Schusoyum. Okay. Ach ja. Futteralien für 30 Leute habe ich jetzt schon dabei.
Und zum Glück gibt es in Gothic ein unbegrenztes Inventar. Wo bin ich eigentlich gelandet? Ja. Warten wir ein bisschen. Dem Weg folgen. Gut. Ja, und da oben, wo der Weg nach links geht, da vorne, da will ich früher oder später auch nochmal hin. Aber erstmal geht's hier weiter. Und ach, wie viele Viecher es gibt. Stehen geblieben. Oh, was ist das da hinten? Orkhund. Hier? Ich bin zugegebenermaßen etwas überrascht. Okay, jetzt muss ich mich mit euch allen auch noch prügeln, hä? Na, wie war das? Ich bin wie Rocky, ich nehme es mir gegen alle auf, ne? Ich knipse alles auf, ich bin wie Rocky, ich nehme es gegen alle auf. Ruhe jetzt hier. Der Wald ist doch ganz schön groß. Ach ja, und das alles wieder ausnehmen und alles einpacken. Und ich habe gedacht, ich würde in dieser Aufnahme jetzt noch es schaffen, tatsächlich mal in einem Lager aufgenommen zu werden. Aber offensichtlich... Nein, ich hatte mir vorgenommen, ich wollte überall mal hin. Also... Tja, muss ich mich an meine eigenen Regeln jetzt wohl auch halten. Und es wird gefuttert und gefuttert und gefuttert. Nein, nicht so. Orkunde, das sollte ich lieber lassen. Noch mehr Wölfe. Oh. Hier nach links geht's zum Strand. Genau, da will ich später hin. Ich will dem Weg hier folgen. Hallo Wolf. Einer alleine ist keine Herausforderung. Nicht mit der Waffe. Aber mehrere sind halt so fies, weil dann der eine, den man haut, der weicht immer zurück und man trifft ihn nicht. Und die anderen umkreisen einen dann locker lässig und dann macht es zack, zack, zack und dann ist man Gulasch. Gut. Im Rudel jagen hat ja schon seine Berechtigung, ne? Ach, wie viel Viecher hier rumlaufen. Wie viele Viecher rumlaufen. Aber da vorne war ich ja schon mal, zum Glück. Ja, gut. Ach ja, und weiter geht's. Seraphis. Also hier ist es so, die Gegner sind nicht sonderlich stark. Für ein... Naja, ich bin ja immer noch so ein halber Anfängercharakter. Da ist das einzige Problem eigentlich nur die Menge der Gegner, nicht die Stärke der Einzelnen. Tja, Volltreffer. Bam. Oh. Halt. Hey, du Flachpfeife. Ernsthaft. Wow. Die flüchten. Oh Mann. Hey, das ist mein Zeug. Oh Mann, hier geht's zur Sache. Hier geht's einfach nur noch zur Sache. Wie viel Viecher am Start sind. Es ist der Wahnsinn. Ach ja. Ich weiß gar nicht mehr. Also wenn das jetzt Diablo wäre mit begrenztem Inventar. Keine Ahnung, wie das funktionieren sollte. Und wie viele Wölfe es hier gibt. Och. Ich speichere lieber nochmal. Das tue ich ja ziemlich selten im Wald. Nachtschatten. Und ich bin sicher, dass es hier auch größere Viecher gibt. Sehr sicher sogar.